Fertig. Wie fertig? Toll. Jetzt missbraucht ihr ihn noch nicht, oder? Was machst du denn? Stell dich doch mal hin. Dem geht's doch gut, oder nicht? So. Ich habe genügend Filme gesehen, um zu wissen, was das ist oder was da drin ist. Raus, du Arschloch, ne? Da wohnt doch der S-Clown, falls ihr den nicht kennt. Da ist jetzt bald auch wieder der zweite Teil im Kino. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Und ja, der dicke Ismus steht auch schon hier, freut sich mega. Denn heute heißt es Rückfahrt. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg. Theoretisch könnte ich das Anfangsvideo, was wir hatten, nehmen und einfach nur komplett rückwärts abspielen laufen lassen. Und dann würde das genauso sein. Denn im Prinzip ist es die gleiche Verbindung wie herwärts, wieder über Lauda. Lauda dann Schienenersatzverkehr, Bus, Würzburg, Grimmtal, irgendwas, keine Ahnung. Alles genau wie herwärts, aber wir gucken mal, ob das alles so klappt. Der Dicke freut sich natürlich schon, dass ich nicht immer zu das Klo versperre. Das ist echt schlimm, war heute schon wieder dreimal frühs, ne? Das geht überhaupt nicht. Aber trinkst du viel Bier? Und ich esse zu viel Schafes immer zu, ja. Aber wir melden uns nachher einfach mal und gucken, ob das so passt. Denn in Würzburg haben wir 2 Stunden Umsteigszeit. 2 Stunden? Da kann ich ja so lange Raids machen oder irgendwas. Wird schon passen. Das Beste ist, vorhin extra noch ein Schild gefunden wurde. Dort stand natürlich keine Luftballons, alles verboten. Und was ist? Alle 5 Sekunden kommt jemand die Rolltreppe hoch mit dem Luftballon. Ne? Also, ich denke immer noch Frühlingsfest, sieht man ja, der eine hat einen Delfin gehabt, der andere hat Patrick gehabt von SpongeBob. Und ja, jetzt holen wir uns noch fix ein Ticket und gucken mal ans Gleis. Vorhin ging die Welt ja schon wieder unter, weil es hieß, die Züge fallen alle aus, da fährt nichts, du kannst den Zug nicht nehmen, alle rasten aus. Jetzt einfach nochmal Karte geholt, alles normal wie immer, in der App steht auch alles wie immer, also alles wie immer. Hä, der hat doch schon sein Ticket? Will der uns verarschen? Guck mal, der sieht aus wie du, dann, wenn du dann da bist. Ja, okay. Ja, guck. ECW. Haben wir trotzdem noch fix spontan einen Raid mitgemacht, deswegen verpasst man bestimmt jetzt den Zug, also ich, aber egal. Guck mal, da hinten schon wieder, ne? Sehe ich, immer an der Hose. Aber jetzt noch schnell fangen, Bändel nicht vergessen, und dann geht's weiter. So, sind also angekommen im Zug nach Lauda, der natürlich wieder mal von einem anderen Gleis fährt. Und der Dicke steht draußen am Fenster und guckt komisch, wie in so einem Horrorfilm. Und jetzt winkt er noch zum Abschied. Eine ganze Woche geht zu Ende, Sonntag bis Sonntag ging die Tour. Und wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf den Heimweg. Gucken mal, ob wir das alles noch so hinkriegen wie hinwärts. Ich glaube, nachher muss ich mir erstmal eine Toilette suchen. Ich kann nicht mehr. Bin so fertig schon wieder mit der Welt. Ja, wir winken nochmal dem Dicken. So, jetzt sind wir also angekommen in Lauda. Wieder mal Übergang zum Bus. Er steht wahrscheinlich schon da hinten. Und fahren jetzt also nochmal nach Würzburg, wo wir dann 2 Stunden warten müssen. Ich bin so froh, endlich da raus zu sein. Da war eine Gruppe von Weibern, die sind ja die schlimmsten, so im höheren Alter, die dort gesessen haben, haben die ganze Zeit Sekt getrunken und hatten so einen schwäbischen Dialekt. Das war so schrecklich, da musste ich mich wieder an einen Comedian erinnern, der letztens irgendwie so eine Ansprache gehalten hat, wie schlimm doch die Schwaben sind. Und der hat das so übertrieben dargestellt. Und jetzt habe ich die Reden hören dort die ganze Zeit und in so einem lauten Ton und so richtig übertrieben. Und dann hat es hier stunken die ganze Zeit. Denn hinter mir hat dann irgend so ein Penner gesessen, ein Bier gesoffen. Das ist sowieso das letzte Bier in der Öffentlichkeit, würde ich niemals machen. Aber der ist dann relativ schnell abgehauen. Und ja, dann war nettes Mädel da, die hat 2 Stunden lang telefoniert über Quantenphysik und sonst was. War sehr interessant zuzuhören, da bin ich permanent eingeschlafen und habe mir meinen Wecker gestellt. Treppensteigen bin ich dann aufgewacht zu dem Lied und jetzt geht's weiter in den Bus und
Würzburg. So, wir sind jetzt also angekommen im Bus und diesmal ist der Bus sogar größer, also nicht wie die Ölsardinen. Diesmal gibt es sogar einen Sitzplatz, der Bus ist ungefähr doppelt so groß und jetzt ist sogar noch ein zweiter Bus gekommen, der dann nochmal Leute hätte mitnehmen können. Leider nicht mehr der gleiche Busfahrer wie beim letzten Mal, den vermisse ich jetzt schon, aber wir sind jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs, sage ich mal, und melden uns dann natürlich aus Würzburg zurück und gucken, wie wir die 2 Stunden dort noch rumkriegen. So, jetzt also in Würzburg angekommen, hatte auch eine nette Dame neben mir sitzen, also vor mir sitzen, die 2 Mal genießt hat während der Fahrt. Und ich habe genossen die Fahrt. Nee, eigentlich nicht, eigentlich war es übelst unbequem auf dem Sitz. Da hätte ich mich lieber wieder wie die Ölsardinen einfach da reingequetscht zwischen die Menschen. Habe mich auf jeden Fall sicherer gefühlt als Sitz auf der Fahrt. War auch sehr ruckelig, der Busfahrer auch wie Baba Yaga gefahren, einfach nur Batsch. Jetzt sind wir aber hier und wissen immer noch nicht, was wir jetzt machen, weil eigentlich wollte ich ja jetzt Raids machen, aber ich habe ja vorhin mit dem Ismo schon einen Raid gemacht, also brauche ich da jetzt auch keinen machen. Wir werden uns vielleicht was zu essen suchen und ja, dann Grüße an den anderen Busfahrer, der nicht dabei war, falls ich den irgendwann im Leben nochmal sehe und gucken, was heute natürlich noch so geht. Also ich habe genug Katastrophenfilme gesehen, um zu wissen, dass das kein gutes Zeichen ist. Ich traue mich schon gar nicht, jetzt hier durchzulaufen. Und wenn ich dann durchlaufe, dann bricht der Damm und der Ramses ertrinkt und ja, ist halt so, ne? Eigentlich komme ich sogar von der Richtung, bin jetzt einmal schon ganz durchgelaufen, habe Mc's gesehen, aber habe überhaupt keinen Bock auf McDonald's und ansonsten nur so Bäckereien und irgendwas. Also vielleicht esse ich auch einfach nichts, bin ja dick genug. Wir gehen auf jeden Fall noch mal vorne raus und gucken noch mal kurz in die Stadt. Da gehen nämlich auch noch ein paar Einer-Raids auf. Vielleicht gibt es ja noch was Kleines für zwischendurch. Was will man 2 Stunden machen? Ich glaube, ich werde heute verrückt. Aber wir melden uns einfach später noch mal. Da kommen nämlich schon wieder Piebel. Und die gucken dann immer so, wie vorhin im Bus. Das war ja das Lustigste im Bus. Ich habe gegenüber von dieser Frau ja gesessen. War mit dem Rücken zum Fahrer gerichtet. Und habe in den Bus geguckt und im Prinzip alle, die im Bus gesessen haben, haben in meine Richtung gesessen und geguckt. Und als ich dann die Ansage gemacht habe, alle geguckt, davor aber auch schon geguckt und egal, wo ich hingeguckt habe, immer hat einen direkt jemand angeguckt. Deswegen, ich habe dann die ganze Zeit nur so da gesessen und habe auf dem Boden gestarrt. Das war auf jeden Fall angenehmer. Ja, das war es aber jetzt erstmal. Also, 2 Stunden. So, ich war jetzt einfach hier an dem Ditch-Stand hinter mir. Sieht man da vielleicht nochmal Ditch-Stand, da, keine Ahnung, gab es Pizza, Brezeln, irgendwas. Werden wir jetzt mal irgendwo hier ein Plätzchen suchen. Und dann werde ich mal zeigen, was ich mir da Leckeres geholt habe. Gab es auch ein Sparangebot mit Getränk dazu. Insgesamt, glaube ich, 5,75 Euro bezahlt oder so. Oder so, oder so. Ja, der Ramses schon wieder. Egal, ich pflanze mich jetzt hier irgendwo hin. Gut, da nicht. Da wird gerade ein Kind ermordet und da vorne sind die Changis. Obwohl, die sind wenigstens korrekt. Ich guck mal, ob ich da rüberkomme zum Brunnen. Das sieht gut aus, aber da ist immer so die Bahn dazwischen. Also nicht, dass ich überfahren werde. Sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal. Da ist auf jeden Fall ein richtig nicer Brunnen. Wenn der Ispo jetzt da wäre, wir wüssten schon, was zu tun ist. Einfach reinspringen und sich an dem schönen Wetter ergötzen. Gut, es ist gerade eine Wolke davor. Leider kann man sich da auch nicht hinsetzen, weil alles nass ist. Dieser eklige Drecksbrunnen. Und ich habe immer noch keinen Platz, wo ich mich mal hinäumeln kann. Boah, jetzt spritzt das auch noch, aber sieht so schön aus. Und alles spreiselt in die Visage. Ja, wir machen mal so. Jetzt habe ich den Zoom wieder verstellt, Bruder. Guck,
Guck dir den Zoom an. Siehst du den Zoom? Sollen wir trotzdem aber erstmal fix was essen und dann immer noch fast 2 Stunden warten. Ist ja eigentlich noch gar keine Zeit vergangen. So, ich habe mich jetzt einfach reingesetzt. Da ist es zwar laut, aber hier habe ich wenigstens einen Sitzplatz und kann mal was essen. Und erstmal eine gekühlte Cola gegönnt. Die gab es im Menü dazu, wenn ihr ein Stück Pizza genommen habt. Und die Pizza habe ich auch mal. Die sieht nämlich so aus. Vom Ditch Shop. Ein Stück Pizza mit Salami und Cola. Und dann haben wir uns natürlich ganz typisch noch eine Brezel mitgenommen. Stand nämlich da XL Schinkenbrezeln. Sind so groß wie mein Kopf, wie man sieht. Also wenn ich so mache zumindest. Und ja, ist auch noch schön warm. Die werden wir jetzt also essen. Die Pizza dazu. Und dann warten wir immer noch Ewigkeiten, bis der Zug endlich kommt. Vor allem auch ultra salzig und käsig, also so wie ich. Und dann keine Ahnung, ich glaube, rausgehe ich nicht nochmal. Ich schlafe jetzt einfach hier, stelle mir einen Wecker und wenn ich Glück habe, bin ich nachher noch da. Vielleicht nimmt mich auch jemand mit. So, also jetzt gegessen. Fand ich lustig, auf den Tüten waren immer irgendwelche Sprüche drauf wegen Brezel und dem ganzen Zeug. Und sind wir auf jeden Fall hier angekommen. Stehen jetzt am Gleis 8. Da gibt's A, B, C, D, E, F, das ganze Alphabet. So lang ist das nämlich. Das geht von hier bis dahinter. Und warten jetzt immer noch 1 Stunde und 15 Minuten, bis der Zug kommt. Also werde ich mich jetzt dahin knallen und die Eier baumeln lassen. Und ja, dann ist es nur noch Grimmental, wo der Hund begraben ist. Ihr wisst noch, wer die Anfahrt gesehen hat, der weiß, Grimmental, da geht gar nichts. Da bin ich ja froh, dass ich hier 2 Stunden warten muss. Hier sind wenigstens noch Menschen. Und Hinweis, das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Und Sicherheitshinweise gibt es ja auch und alles dabei. Aber in Grimmental. Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Und alles doppelt, weil doppelt hält besser. Wenn es in Grimmental gewesen wäre, wäre es natürlich noch schlimmer, wenn ihr 2 Stunden einfach im Nichts steht. Aber gut, da kann euch niemand das Gepäck klauen, wenn ihr schlaft. Weil da ist ja niemand. So sind wir hier einfach nur alleine auf dem Gleis. Außer der Mann, der da vorbei ist. Den gibt's gar nicht. Den schneide ich raus. Und warten halt jetzt, bis wir dann weiterfahren können. Dann hoffe ich mal, der Zug wird nicht geteilt. Denn bei meinem Glück sitze ich dann eh wieder in dem falschen Abteil. Aber die fahren ja beide 16.1 ab Richtung Bad Kissing und Erfurt Hauptbahnhof. Da muss ich hin, in den. Aber wird schon schief gehen. Guck dir das an, der Ramses hat den Zug entführt und hat einfach alles für sich, ganz alleine, wie man sieht. Da ist kein Platz mehr für andere, wenn der Dicke da ist. Nee, aber jetzt ist der Zug auf jeden Fall angekommen. Hier, mit dem ich fahren muss, hoffe ich. Erfurt steht auf jeden Fall drauf, der wird wieder mal geteilt in Honolulu und jedes Mal so ein Dreck. Jetzt geht auch noch Licht an. Ich pflanze mich einfach mal. Und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Aber guck dir das an. Wenn noch jemand mitfahren will, schreibt es mal in die Kommentare. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Grimmental und danach fast schon zu Hause. Noch 2 Stunden jetzt und dann... So, wir haben es also jetzt geschafft, sind im Zug angekommen, sitzen gemütlich, sind sogar im richtigen Abteil, denn da steht Erfurt drüber. In Ebenhausen wird der Zug dann nochmal getrennt, aber das geht mich jetzt nichts mehr an. Und draußen am Gleis saß noch ein lustiger Mann mit einer Kamera und hat gefilmt, wie der Zug abfährt. Das war sonst immer meine Aufgabe. Ja, und ich vermisse den Dicken, ist wohl jetzt schon, denn sonst sitzt er mir eigentlich immer hier gegenüber und macht Faxen. Aber wenn er das sieht, natürlich, Grüße gehen raus. War eine coole Woche in Stuttgart. Jetzt fahren wir also nach Grimmental, ungefähr 1 Stunde 20 Minuten. Dann nochmal umsteigen, dann nochmal 1/2 Stunde bis Hildburghausen. Dann sind wir auch da und dann, ich bin so fertig. Liebsten würde ich mich einfach auf den Tisch legen und schlafen, aber mein Akku ist auch gleich leer, zumindest vom Handy. Da muss ich dann mal gucken, sonst hätte ich jetzt Musik gehört. Mache ich vielleicht trotzdem. Mal gucken. Wir melden uns auf jeden Fall dann in Grimmental nochmal. Da bin ich froh, dass wir nur 11 Minuten warten müssen und nicht 2 Stunden. Sonst wäre ich wahrscheinlich heimgelaufen. Da hätte ich genauso viel, hätte ich wahrscheinlich genauso lange gebraucht. So, angekommen in Grimmental. Und die Bahn fährt ab. Jetzt noch einmal fix umsteigen.
Ich glaube, das andere Ding steht sogar schon dort rum. Es wurde sogar jetzt noch kontrolliert am Ende. Das ging ja den ganzen Tag ohne, dachte ich. Und jetzt kurz vor Ende kam trotzdem eine Kontrolleurin, hat nochmal fix nachgeschaut. Da hat es sich wenigstens gelohnt, ein Ticket zu haben. Ja, jetzt steigen wir nochmal hier um. Dann sind wir im Prinzip gleich da in 20 Minuten. Also besser geht's ja nicht. Muss ich mir erstmal jetzt zurechtfinden. Es blendet einfach alles. Auf der 2 steht schon eine Südthüringenbahn. Auf der 1 noch nicht. 11 Minuten. Das geht. Eigentlich müsste ich mal aufs Klo, aber ja, mal gucken, vielleicht wird es ja gleich ruhiger. So, jetzt bin ich also angekommen in der Südthüringenbahn. Jetzt fährt die eigentlich bis Raunstein, aber so lange wollen wir ja nicht. Wir haben eigentlich nur 4 Stationen vor uns. Fachdorf, Thema, Reuried, Hildburghausen. Dann sind wir endlich da. Dann weiß ich nicht, jetzt wartet schon wieder alles. Ich muss heute noch die Pokémon-Videos hochladen. Ich muss heute noch da die Biermesse hochladen. Ich muss eigentlich noch die NHR-Battles runterladen und hochladen, weil die Frist ist ja auch heute oben am Sonntag. Dann müsste ich noch Arenen machen bei Pokémon. Ich müsste noch was essen. Heute ist auch Muttertag. Ich müsste meine Mutter noch abholen. Also weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriegen soll. Eigentlich will ich nur schlafen, aber der Tag ist noch lang. Zum Glück morgen Spätschicht. Da kann man ja heute noch ein bisschen was machen. Ich melde mich dann nochmal in Hildburghausen, wenn wir ausgestiegen sind, aber so viel wird jetzt eh nicht mehr gehen. Der spannende Teil der Reise liegt also hinter uns. Ja, Fachdorf. Puh. So, da sind wir also endlich in Hibu angekommen. Ich weiß nicht, meine Cousine hat noch versucht anzurufen, ob die jetzt herkommen oder nicht. Da können die mich ja fix einpacken. Und die Lorenz-Tasche, die hat auf jeden Fall die ganze Fahrt überlebt. Und zum Geheimnis, was da drin ist, eigentlich waren da nur ein paar Klamotten drin und eine Flasche Dosmas. Mittlerweile plus Laptop, Kamera-Equipment, alles dabei, was man halt eben so braucht. Wir werden jetzt gleich mal die neue Arena abchecken beim Busbahnhof. Und ja, dann ist die Fahrt zu Ende. Und das ist bestimmt das langweiligste Video der Welt. Eigentlich hätte ich mich auch irgendwo hinlegen können und schlafen. Das hätte denselben Effekt. Ich muss sagen, man hat schon gemerkt, je näher man der Heimat kam, desto depressiver wurde man, desto trauriger. Die Stimmung ist jetzt komplett am Boden. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Leider Gottes. Mal gucken, der dicke Ismo wollte ja im Juli nochmal zu uns kommen. Also wieder nach Thüringen, obwohl ich sagen muss, bei ihm hat es mir deutlich besser gefallen. Ich beende jetzt aber mal das Ganze an der Stelle. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Vielleicht schneide ich ja mal auf die dicken Tour 2018, das, was wir letztes Jahr gefilmt haben, als wir bei ihm waren, nicht in Stuttgart, sondern in seiner richtigen Heimat. Denn da sind eigentlich auch ein paar lustige Videos dabei. Ramses der Dunga, sage ich nur. Was das ist, das seht ihr, wenn ich mal das Zeug geschnitten habe. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.